bleib bitte einfach hier. Sicher bist du, wie du weißt, einzig nur bei mir. Geh bitte nicht zu ihr. Sie will uns nicht auf ihrer Feier, sage ich dir. Ach so'n Quatsch, na los, geh hin. Reden macht am meisten Sinn. Komm, du bist nicht allein. Schlauer ist man erst im Nachhinein. Wer nicht fragt, bleibt meistens dumm. Zeige Mumm und frag warum. Hey, und dann wird alles gut. Hab nur Mut. Was, wenn sie lachen über mich? Wie peinlich wäre das für dich? Lass uns lieber weg. Such dir ein Versteck. Nur weg ist die Idee. Nimm die Beine in die Hand und geh. Komm, gib dir einen Stoß. Mach dich groß, ach Herr Jemine. Zier dich nicht, gib dir einen Ruck. Stehen, was machen wir hier bloß? Platz da! Ich sage dir, was wir hier machen, mein lieber Anton. Wir sorgen hier gleich für ordentlich Kasala in der Bude. Was denkt die sich eigentlich, diese Emma? Pass auf dich, Paula. Ich beschütze dich. Nichts tun und weggehen. Bloß kein Streit. Leute, bleib cool. Verstecken ist mit Sicherheit nicht die Lösung. Sicherheit, ganz genau das braucht Paula. Nee, ich gehe jetzt dahin. Nein, Willi! Jetzt geht die Wut uns raus. Halt es hier nicht mehr aus. Koche Bruder Ade und ich geh. Bitte nicht. Nein, Willi, cool und mit Verstand. Nachgedacht, nicht Wut entbrannt. Alleine Klarheit ist, was zählt. Egal, was dich auch immer quält. Am Ende nur. So ein Quatsch. Los. Komm schon, stell dich dazu und sprich mit ihr. Jetzt trau dich doch endlich. Molly mutig drängt. Raus mit der Sprache, Paula, dann geht's dir gleich besser. Auf dem Nachhauseweg zerren die Gefühle an Paula. Jedes will etwas anderes. Ihr wird ganz schwindelig. Ihre Ohren pfeifen. Der Kopf tut ihr weh. Sie weiß gar nicht mehr, was sie machen soll. Das muss aufhören. Sofort. Zu Hause angekommen, kocht Paula vor Wut. So kann ich nicht nachdenken. Mir reicht's jetzt mit euch. Ihr macht mich ganz verrückt. Und Paula zerrt Molly mutig und Lina Liebe zur Besenkammer. Lasst mich endlich in Ruhe. Mit einem gehörigen Schubs und der Unterstützung von Willi wütend landen Lina und Molly in der Besenkammer. Entkräftet lehnt Paula sich von außen an die Tür. Und Willi hetzt. Trude, die Heulsuse, die überschwemmt den ganzen Flur. Ich brauch hier gleich noch Gummistiefel. Paula geht an diesem Abend sehr erschöpft ins Bett. Ihre restliche Gefühlsfamilie schlüpft ganz, ganz leise unter ihre Decke. Schließlich möchten sie nicht auch noch in der Besenkammer landen. Als Paula endlich eingeschlafen ist, lugt Anton ängstlich, ganz vorsichtig unter der Bettdecke hervor. Ist Willi wütend irgendwo? Ihm möchte er auf keinen Fall über den Weg laufen. Mühsam versucht Anton, auf Paulas Bauch zu klettern. Doch sein Gewicht macht ihm schwer zu schaffen. Der Streit hat ihn sehr verunsichert. Und er ängstigt sich ganz schrecklich. Dadurch hat er enorm an Masse zugelegt
und ist deutlich größer geworden. Anton hat es jetzt fast geschafft, nur noch ein kleines Stückchen. »Warum machst du, Angsthase, dich so breit?« »Oh nein«, Willi wütend zieht energisch an Antons Schwanz. »Komm sofort aus Paulas Bett heraus, du dicker, fetter Feigling! Du machst Paula Bauchschmerzen!« Die Wut ist stark und die Angst ist groß. Anton klammert sich mit aller Kraft an die Bettdecke. Davon wird Paula geweckt. Sie schaltet das Licht ein und starrt verschlafen auf ihre beiden Gefühle. »Ey, was macht ihr beiden da?« Abrupt halten Willi und Anton in ihrer Bewegung inne und schauen zu Paula hoch. »Dieser dicke Angsthase hier, der hat ja nichts verloren«, zetert Willi Wut. Und an Anton gewandt, »merkst du denn nicht, dass du Paula Bauchschmerzen machst? Geh einfach, geh weg!« Paula hält sich ihren Bauch. Etwas erdrückt fühlt sie sich tatsächlich von ihrer Angst. Aber Anton gehört doch ebenso zu Paulas Gefühlsfamilie. Er ist ganz aufgewühlt. Seine Unruhe wird immer größer und größer.